und herzlich willkommen zu 2G1B. Two guys, one bed. Willkommen zu Wetten. Wir schlafen nur mit den Netten. Good one, boy. Yo, Leute, herzlich willkommen aus New York. Mal was ganz Neues für euch vorbereitet hier. Schöne Splitscreen-Schaltung mit dem lieben André aus... Wo bist du, André? Liebe Freunde, ich bin gerade in Berlin. Der Schengler ist in New York. Aber wir müssen natürlich auch noch 2G drehen. Und deswegen hängen wir hier gerade in Skype. Und versuchen gerade hier so parallel aufzunehmen. Ob das klappt, sehen wir. Es ist sau schwierig. Ihr könnt hier mal gucken. Wir sehen hier gerade André auf der anderen Leitung. Und im Hintergrund, alter, Polizei, die ganze Zeit Feuerwehr, sonst wieder. Oh, Kopfgriss, nice. Ihr könnt mal runtergucken. Daniel, übrigens, mein Bruder filmt hier gerade. Das ist so ein bisschen alles ohne Stativ. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Na, schön, made in China. Schaut mal hier runter, richtig geil. Und, warte, wenn ich mal den André wieder rankriege. Wir haben heute eine ziemlich geile Wette eingesendet bekommen. Hat der Jan gerade aus Berlin eingesendet. Was ist denn da, André? Erzähl mal. Es ist unglaublich, liebe Freunde. Ein Meilenstein in 2G1B, kann man sagen. Denn wir haben die erste Wette eingeschickt. Ich fühle mich echt wie ein Nachrichtensprecher. Der Rasenreporter, Alter. Genau, liebe Freunde. Was? Genau. Denn ein Junge namens Kevin hat seine Oma mobilisiert und anscheinend auch ihre Freundin und mit ihr zusammen eine Wette gestartet. Das heißt, wir haben gleich die erste Wette von, etwas älteren Damen und ich bin sehr gespannt, was die da anstellt. Eine Oma hat das eingesendet oder ein Kumpel hat das eingesendet? Nee, der... Kevin hat das eingesendet. Ein Kevin, ja, ein kleiner Kevin. Ich bin gespannt, ja, schick mir das mal rüber. Ja, wir schauen jetzt erstmal jetzt auch parallel rein, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Alter, ist das stressig mit... Bestrafung, Schengler, was ist Bestrafung? Zurück nach New York. Bestrafung? Oh, warte, jetzt bin ich gerade komplett unvorbereitet. Ich würde sagen, weil wir hier gerade, ihr könnt das ja mal, kannst du mal zeigen, Daniel? Just show the room, real quick. Wir haben nämlich gerade Frühstück bekommen, wurde uns ans Bett gebracht. Hier schon mit Muffins und so weiter und ganzen Topf Butter. Ich würde sagen, wir ballern uns einfach, der Verlierer von uns ballert sich Butter rein. Hast du das da am Schlüssel bei euch im Berliner Kühlschrank. Ist eigentlich, genau, Butter haben wir. Also ein Butterriegel, so viel man schafft oder was? Oder Butterriegel essen? Ja, genau. Einfach rum, so einen Haufen. Also ich habe jetzt hier, nicht so viel, ich habe hier vier. Ja, aber da musst du auf jeden Fall noch so mehr holen. So einen kleinen Fettschock. Ich hole sonst auch noch. Ja, lass so einen fetten Batzen Butter rein. Ja, okay. Sounds good. Gut, das heißt, jetzt schauen wir erstmal in die Wette und schauen, was uns da erwartet, liebe. Ich bin die Christel, ich bin 71 Jahre und wir wollen heute mal sehen, wer hier gewinnt. Von uns beiden. Ich bin die Antje, ich bin 68 und wir haben uns vorgenommen, heute zu schießen und wir werden auch treffen und wer als erstes trifft, der hat gewonnen. Ich bin das Erste. Das sind nicht mal coole Omas, Alter. Okay. Ich habe gerade ein Bild auch von der Auflösung gesehen. Also wir blenden hier mal ein Bild davon ein. Und zwar wollen die beiden Damen mit Nerfguns auf diese Dose. Da hinten ist eine Dose auf so einer Leiter. Ihr seht es hier. Und wer die zuerst trifft, hat gewonnen. Also vom Prinzip her ist es super einfach. 71 und 68 erstmal richtig großen Respekt an euch, dass ihr sowas mitmacht, dass ihr so Quatsch mitmacht. Hammer. Daran sieht man aber, dass ihr im Herzen jung geblieben sind. Und Leute, nehmt euch das mal als Beispiel. Das ist super kreativ. Ja, ich würde sagen, wir kommen noch mal direkt zu unseren Einschätzungen. 71 und 68. Wie hieß denn? Oh, noch mal den Namen checken. Sorry. Ja. Antje. Christel und Antje. Auch noch mal hier aus Berlin. Props to you. Hammerwette. Cool, dass ihr mitmacht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir uns ja entscheiden, also wer quasi welche Oma nimmt. Ja, genau. Hört sich das komisch an. Wir haben jetzt Christel und Antje, die hier beide mit verschiedenen Waffen auftreten. Ja? Wir haben einmal den Blaster 3,4 Mega Boost und den Shooter Deluxe. Ich glaube, dass man sich so detailliert mit diesen Waffen auskennt. Nee, keine Ahnung. Was denkst du, André? Ich habe wirklich gar keinen Plan. Also, wir haben ja wirklich, die Waffen sind ja verschieden. Hier links haben wir so eine kleine Handgun und rechts so eine Shotgun. Ist so ein kleiner, Revolver links. Ja, genau. Das sieht auf jeden Fall schon mächtiger aus. Ich würde ja auch sagen, da ich 18 bin und du 21, dass ich die gute Antje nehmen würde schon fast. Also, die rechte Kandidatin. Okay, weiß natürlich nicht, was New York sagt dazu. New York sagt dazu, ich meine, die Amerikaner mit ihrer Waffenlobby, die kennen sich natürlich besonders gut aus, hier gerade draußen auf der Ranch in New York mit Revolvern. Deswegen werde ich mich für die liebe Christel entscheiden mit ihrem Revolver, aus dem sie direkt aus dem Colt schießen.
Und ja, ich bin dann für die Christel. Ist das okay für dich? Ja. Können wir machen, können wir gerne so machen. So, liebe Freunde. Die Sendung war jetzt schon ziemlich lang. Ich glaube, wir haben schon definitiv Überlänge. Wir sollten vielleicht das nächste Mal ein bisschen auf Sky-Konferenz verzichten. Ein bisschen kürzer machen das Ganze, oder? So, jetzt müsst ihr da draußen natürlich auch abstimmen. Wer geht hier ins Rennen, liebe Freunde? Eine unglaubliche Wette. Es ist quasi, welche Oma ist hier treffsicherer? Muss man ja jetzt entscheiden. Ist schwierig, aber ja, wir sehen es. Geht unten in die Abstimmung. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare noch schreiben, für wen ihr seid. Hashtag Schrote Antje oder Hashtag Christel Colt. Okay, gut. Ich glaube, wir haben es. Ne? Abonniert da draußen, liebe Freunde, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dienstag kommt die Auflösung. Da sehen wir, wer hier den besseren Schuss hat. Freue mich drauf. Wir schauen noch was sagen, New York. Nee, eigentlich nicht mehr. Außer nur noch schönes Wetter und ja. Tschüss. Tschüss, liebe Freunde.